zeigen, wo du den Platz willst, dann kann ich anfangen, den auszuheben. Ja, dann wäre halt echt die Idee, ob wir hier noch ein ganzes Stück ausheben. Und dann hier so das Rathaus hinbauen. Hier vor so dann so ein Dorfplatz aus Gravel mit Marktständen und so. Und dann halt so in Richtung Brücke, die Brücke vielleicht auch nochmal umbauen. Ja, steck dein Ding aus, dann fange ich an zu Ja, graben. grab mal. Mach mal da alles ab. Ich Da? komme sofort. Ich muss jetzt erstmal Ah, hallo Skelett. Steine brennen. Hallo Was? Skelettmann. Da, bist du bei mir? So, ich mache jetzt erstmal eben Steine brennen. Kommt mir einer helfen, abbauen? Ja, natürlich. Also ich würde jetzt hier, pass auf, nee, da nicht unbedingt. Also das finde ich natürlich, sollte das lieber dieser Berg bleiben. Weg. Und dann so gesehen hier, wo das dann noch ein bisschen natürlich aussieht. Wasser. So, ich habe das absichtlich gemacht. Ich habe das schon gesehen gehabt. So. Also ich gehe jetzt mal eben so ein bisschen Cobblestone farmen. Ja, da wollte ich auch noch einen Steinbruch bauen, ganz ehrlich. So. Wäre, fände ich eine coole Idee, einen Steinbruch irgendwo zu bauen. So vielleicht zwischen den Bergen hier. Also ich glaube, das hat noch niemand. Kommt ja auch auf keiner irgendwie auf die Idee, so was zu bauen. Ja, nur ich weiß. Ja, aber ist eigentlich eine coole Idee. Ja, also ich finde auch ein Sandbergwerk so gesehen bauen. Finde ich auch recht wichtig. Also es gab damals mal den Villager-Mod, den Millenaria heißt der, glaube ich. Da wurde in jeder Village, also in jedem NPC-Dorf, war dann da so ein kleiner Steinbruch zum Beispiel. Da habe ich mir das mal so hergeholt, sage ich mal. Das ist auch nicht schlecht, ja. Und der Mod ist tausendmal besser als die eingebauten NPC-Dörfer in Minecraft. Ja. Habe ich schon tausendmal gesagt, ich sag's nochmal, ich finde es Schwachsinn, sollen endlich mal was dran ändern. Aber dafür wurde ja extra für die KI ein neuer Typ bei Mojang eingestellt. So. Hallo Schwein, möchtest du sterben? Schwein, wen möchtest du töten? Ach, hallo mein Schatz. Naja, gut. Hast du gerade zum Schwein Hallo, mein Schatz, gesagt? Ja. Ich bin so bescheuert. Ich schwänze Schweine schön. Habe ich noch Eisen? Jo, genauso viel wie ich brauche. Also wir haben jetzt irgendwie unten das Eisen im Ofen gelassen, oder? Ich habe das alles mitgenommen. Ach so. Außer den ersten Ofen natürlich. Ja, der steht jetzt dann nach unten. Ja, dann müsste den eigentlich mal jemand suchen gehen, theoretisch. Naja. Ich finde das sowieso nicht mehr da. Ja, da war halt nur so ein ganzes Deck, glaube ich, drin. Wahrscheinlich. Aber ich habe noch 13 Iron Ore dabei. Ich Also habe noch lass mal. 55. Ich mach mal eben in den einen Ofen hier. In dem anderen sind 55 drin. Aber hier ist jetzt auch schon So. alles am Brennen. Und hier Ja. sind sogar auch noch mal 28 drin. Also mehr als genug. Und es wird langsam dunkel. Wir sollten mal Schafe suchen. Später. Aber so viel Wolle zusammenzukriegen, krass. So, egal. Wir bauen jetzt da erstmal noch ein bisschen ab. Der Fadolin ist ja schon fleißig dabei. Die Steine sind am Brennen. Und da sieht man die neue Sandsteintextur, die ich total kacke finde. Die sehen von oben nämlich einfach nur noch scheiße aus. Aber irgendwie kommt es mir vor, als ob die Minecraft-Töne irgendwie inzwischen, also diese Musik in Minecraft öfter kommt. Einer soll doch mit Fackeln mal den ganzen Platz hier ausmachen, ey. Ich habe nur Ausleuchten. noch 7. Ja, zu meinen 13 passt das schon. Ich mein 45 auch. Fadolin, aber wahrscheinlich müssen wir dann wirklich dein Haus nochmal umstellen. Können wir nachher auch abbauen. Findest du nicht so schön, oder was? Nee, wenn das das Rathaus werden soll, weil das ist, ich finde, das ist schön. Mit Ausblick am Meer. Ich will auch so ein Rathaus mal machen, ey. Oder mal in so einem Rathaus wohnen. In Minecraft oder in Wirklichkeit? In Wirklichkeit, ey, ich will mal Präsident der Vereinigten Staaten sein. Du verträumst Und aber zu mir echt. sagst du, ich habe ein großes Ego.
dann ist er natürlich, ich meine, ich gebe dann wenigstens zu, dein großes Ego habe, aber das Ego von dir ist ja natürlich nochmal doppelt so groß. So, erstmal was trinken hier. Naja, Dirt in allen Ehren. Der ganze Stein muss natürlich hier weg, aber wenn wir hier einen Platz bauen, beziehungsweise hier das Rathaus hinsetzen, wird der Boden sowieso nochmal geändert, das wisst ihr schon, ne? Also ich würde da irgendwie so Gravel hinmachen. Ja, so also hier die Kies, da, der so Marktplatz wird auf jeden Fall aus Gravel gemacht. Ja, dann sag ich mal. So Welt auch das so. Einzige Problem ist, ich habe bloß 9 Stück. Ich hab ein bisschen. Kirschi? Ja? Wenn das mein Haus, das Rathaus werden soll? Nein, ich habe überlegt, das Rathaus hier hinzubauen, wo wir jetzt geebnet haben. Dein Haus vielleicht ein Stück nach hinten versetzen. Das wäre das Einzige, damit wir hier ein bisschen größer kriegen wegen Marktplatz. Also, hilft mir jemand, mein Haus auf. Abzubauen? Nein, brauchst du nicht komplett. Pass auf. Ich habe überlegt, ein Rathaus von hier ungefähr wäre das gut, bis Breite von einem Markt hier, sag ich mal. Und dann so ein richtig langgezogenes mit einer Uhr drin und so. Bis hierhin. Und dementsprechend natürlich auch in die Richtung. Vielleicht etwas weiter nach hinten versetzt und dann hier so einen Gravelplatz vorsetzen, wo man dann so aus Wolle, aus verschiedenfarbiger Wolle, so Marktstände drauf machen kann. Mhm. Ausbaggern würde ich das jetzt noch nicht. Ich habe Gravel dabei. Achso. Ja, aber ist noch zu früh. Lass uns erstmal das Haus hier stehen haben. Ah, Mist. Wer steht denn da unten in der Grube? Welche Grube? Ich baue hier gerade so ein. Ich baue hier so einen Mega-Raum. Ey. Keine Ahnung wozu. Oh nee, Creeper. Ey. Hallo. So, den ich hier gerade zugebaut habe, den Mega, den Typen. Ach so. Wirst du gestalkt? Ja, Killer? Ich bin gestalkt. Eindeutig. So, machen wir hier mal wieder zu. Wieder gerade. Also ich würde jetzt erstmal hier überall nur noch Dirt hinsetzen und dann machen wir erstmal gerade Fläche. Und ich meine, wenn wir morgen halb das mit den Abonnenten machen, haben wir auch Zeit, hier ein bisschen für uns zu bauen und zu farmen. Ich würde heute, glaube ich, gar nicht mehr so lange machen. Das wäre meiner Frau auch ganz recht, glaube ich. Sag mal, fahr du den? Ich habe keine Dirt mehr. Ja, und bei dir ein Haus hängt ein Creeper. Ja, ein Vermarkter. Siehst du doch. Er mag dich. Du hast da diese hellen Bretter hier, die ich gerade in der Hand hatte, ne? Mhm. Aber die sehen gut aus, ich mag die. Die machst du aus Birke. Ja? Mhm. Der ist jetzt neu gekommen mit der 1.2.4. Leuchtet doch gleich aus. Gut aus, deswegen. Ja, die haben wir da. Meine Frau hat das in ihrem Haus auch eingebaut. Nur wegen mir. Ja. Ich sterb! Ach, du stirbst nicht komplett. Das haben wir schon 1000 Mal festgestellt. Das Problem ist, dass der Spawnpunkt irgendwo im Arsch der Welt ist. Ja. Kirschi, gib Melonen. Ich baue sofort Melonen an. Du brauchst erstmal was zu essen, hier. Ich hab gerade mal Schweinefleisch. Fleisch. Fleisch. So, ich wollte außerdem die Melonen anbauen. Ich wollte erstmal einen vorsorglichen Garten bauen, so. Wo die geschützt drin sind, weißt du? Also wer Eisen braucht, ich hab 54. So, nee, ich brauche momentan Zäune. Ich habe 5. Ich habe schon 3. 11. Aus der Mine mitgenommen. Was ich schade finde, ist, wenn du dieses andere Holz nimmst, dass aus dem Holz nicht auch die Türen gemacht sind. Hm. Das wäre echt mal cool. So. Und zwar werde ich jetzt vorläufig erstmal hier ein kleines Beet anlegen. Danke für die Sticks. So. Also ich glaube, ich weiß schon, wo ich mein Haus hinbaue. Ja, dann würde ich sagen, zeigst du mir das gleich mal. Nachdem ich jetzt hier schon so einen Mega-Raum drin ausgehoben habe, werde ich einfach mein Haus anschließen. Da hier soll ja erstmal hier das Rathaus hin. Jo. Guck einfach mal da rein und dann sag mir, ob es da passt oder so. Hier in der Höhle oder was? Oh. Jo, das. Du wirst von einem Skelett verfolgt. Ah, vielleicht hattet ihr einen Random-Druck für mich. So einen schönen verzauberten Bogen oder so. Oh Mann, wieder nicht. Ich habe in meiner Let's Play-Welt, glaube ich, schon 20 Schallplatten und einen verzauberten Bogen von denen gekriegt.
Also die Schallplatten habe ich gekriegt, so gesehen von... Enderman. Oh, den das ist immer schön. Bye-bye Enderman. Aua. Ja, oh, super, der ist ins Wasser gefallen, dann hauen die ab. Ja. Aber der wird sich eh bald wieder zu mir TP'n. Da ist er. In einer Höhle. Hallo, mein Schatz. Komm mal hier. Gib mir eine schöne Kugel. Oder ihm, oder? Yay. Zack. Haben wir. Oh, Mann, oh. Ich würde sie am liebsten jetzt benutzen. Das, also Ender Pearls kann man ja nicht mehr benutzen. Die muss man dann irgendwie... Die Kugel, natürlich. Die kann man werfen, dann wirst du teleportiert. Wie kann man die werfen? Also mit rechter Maustaste. Pass auf, guck mal, wo ich bin. Mach das habe ich, hab ich schon voll oft ausprobiert, also irgendwie. Ja, in Creative Mode geht das nicht, weil die ziehen dir Leben ab. Und tschüss. Ah, im Baum. Die ziehen dir allerdings immer 3 Herzen ab, also... Okay. Musst du mit Vorsicht genießen, die Dinger. Aber wir gehen jetzt sowieso nicht im Dungeon, also daher so. Allerdings haben wir jetzt inzwischen 10 Uhr. Und ich würde jetzt sagen, wir haben ja einiges vorbereitet für morgen schon. Wir haben jetzt einiges an Material für morgen schon. Und wir werden jetzt einfach mal die Aufnahmen beenden und mal eben schon mal ein bisschen Werkzeuge für die Abonnenten machen. Ich und Kai bauen noch das Haus ab von mir. Du wolltest jetzt wirklich hier alles abbauen? Ich dachte nur nach hinten versetzen. Nee. Okay, dann machen wir jetzt... Dann kann Kai auch noch mitbestimmen, was er bauen will, wenn wir zusammen ein Haus bauen. Ja, könnt ihr dann machen, aber wie gesagt, ich würde euch vorschlagen, macht doch lieber einzeln. Erstmal baut dann später noch so ein, weiß ich nicht, wir bauen Zwingerclub zwei Häuser oder so. Wir bauen zwei Häuser und verbinden die dann miteinander, weißt du? Also an eurer Stelle würde ich eher einen Zwingerclub zusammenbauen. Was denn? Monster Party? Endlich habe ich mal wieder was in Minecraft zu tun. Auch nicht schlecht. So. Ja, was denn? Die Karte von Debitor habe ich mir schon runtergeladen. Boah, die Karte von Debitor ist auch recht langweilig manchmal. Also, der hat noch nicht so viel gemacht. Ja. Aber ich meine, das ist immer langweilig, wenn du jetzt von einem Let's Player die Karte nimmst und dann darauf weiterzocken willst. Oh, cool. Das funktioniert nicht. Ich habe von einem Zombie nicht getötet, habe eine Eisenschaufel bekommen. Ja, der droppen ja grundsätzlich Eisensachen. Ja. Na gut, wie gesagt, ich möchte dir nochmal ein Bild zusammen machen. Ja, dann muss ich erstmal hier wieder zurücklaufen. Dann würde ich sagen, komm mal auch hier hin hier. Fahr ja, jetzt habe ich nur noch drei Fressdinger am Abbauen. So, ich gucke euch dann mal an, wie ihr euch da am Kloppen seid oder mich hier versucht runterzuholen. Haha. Haha. Verdammt! Nein! Na toll. Dass wir runtergesprungen war. So, da sehen wir sie alle drei. Und dementsprechend werden wir uns jetzt verabschieden. Auf Wiedersehen, Leute. Mit einem Blümchen in der Hand. Ja, tschüss, genau. Auf Wiedersehen.